Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Video von mir. Wie ihr schon lesen könnt, gibt es wieder einen kleinen Kreativ-Mundhol. Ich habe wieder zugeschlagen, weil ich beim Stöbern in den verfügbaren Artikeln bei der lieben Vera gesehen habe, dass Sissi-Design aufgefüllt war. Und da musste ich natürlich zuschlagen. Ich würde sagen, ich quatsch nicht so lange, sondern ich fange gleich an. Und zwar als erstes durfte natürlich auch wieder das nächste Kreativ-Bunt-Magazin mit, die Nummer 7. Ich habe alle von 1 bis 7 und ich bin jedes Mal wirklich begeistert von diesem Magazin. Es sind immer wieder tolle Sachen da drinnen. Und ich freue mich schon, wenn ich dann Zeit habe, dass ich da ein bisschen was nachbasteln kann. So, als nächstes habe ich mir dann eine Stanze von My Favorite Things gegönnt. Und zwar diese hier. Die heißt Stitched Slimline Snow. Das andere kann ich nicht lesen. Halt's euch rein. Die habe ich mir gegönnt, dass ich mir so schöne Winterlandschaften machen kann. Dann habe ich mir von Lawn Fawn eine Stanze gegönnt. Und zwar diese hier, die Hausstanze, die habe ich schon seit letztes Jahr. Und da habe ich mir jetzt noch die Zusatzstanze bestellt, damit ich das Häuschen weihnachtlich gestalten kann. Hier seht ihr, wie es heißt. Das ist das Add-on. Auch das durfte mit einziehen. Dann durften auch von dem neuen Release von Lawn Fawn einmal dieses Set mit einziehen. Mit den süßen Mäusen. A creator was steering. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Hier vielleicht besser. Also die musste ich unbedingt haben, weil die anderen Mäuse Stempel habe ich auch und durfte auch dieses einziehen. Und was auch noch einziehen durfte, ist dieses Set. Das heißt Snow Globe Science. Auch das finde ich zuckersüß und auch das durfte von Lawn Fawn einziehen. Es sind noch ein paar so Lawn Fawn Stempel, die mir noch gefallen, die ich mir auch noch besorgen werde, aber nach und nach. So, und dann habe ich gesehen, Lawn Fawn, Sissi Design ist aufgefüllt. Und zwar war von der Serie Alice im Wunderland, war leider nur ein Set verfügbar, und zwar dieses hier. Das habe ich mir natürlich gleich mitgenommen, das Wonderland. Da möchte ich aber die mit der Königin und der Königin noch haben, aber das war leider nicht verfügbar. Aber sie hatte dann auch die Halloween-Stanzen da. Und da habe ich mir einmal diese zuckersüße Maus mitgenommen. Und zwar Punky Swissy. Dann durften die Hexen mit einziehen. Die finde ich auch total mega. Und das sind einer meiner wenigen Halloween-Stanzen, die ich mir bis jetzt gekauft habe. Und die heißt so. Müsst ihr einfach bei Vera gucken, ob es wieder verfügbar ist. Und zu guter Letzt habe ich mir natürlich auch diese hier noch mitgenommen. Die heißen so: Teeny Halloween. Es gibt bei Sissi Design noch einige, die ich noch haben möchte. Und zwar auch die weihnachtliche Serie. Und wie gesagt, von Alice fehlt mir noch ein Set. Die dürfen jetzt dann nach und nach noch einziehen.
Den Shop von der lieben Vera, also Creative Bond, werde ich euch unten in der Infobox verlinken. Schaut gerne bei ihr vorbei. Sie feiert jetzt dann im November Geburtstag. Ich meine den 4., wenn ich mich jetzt nicht täusche. Genau, im 4. Geburtstag. Ab November. Schaut da rein. Es wird da sicher wieder eine Aktion geben. Was weiß ich nicht, aber ich schätze mal, es wird, ich denke, es wird Prozente geben. Also, wie gesagt, Shop ist unten in der Infobox verlinkt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und wenn ihr das tut, vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr auch kein Video von mir. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.